Kommen zurück zu Splatgraphic 2, Innos. Wo wir jetzt vorher diese coole Rüstung gefunden haben. Die Tränen Innos, wir haben ein neues Schwert geweiht. Wir haben erfahren, was die Hallen von Idorath sind, wie wir da hinkommen. Ich hätte nicht mit Jorgen reden, weil ich mag den als Kapitän nicht. Ich kenne ihn ja gar nicht, sind wir mal ehrlich. Wir suchen uns jetzt ein paar Leute zusammen für unsere Crew. Wir suchen noch einen Kapitän. Ich habe da auch schon ein paar Ideen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zu Gorn, das ist das, hätte ich gesagt. Ich will auf jeden Fall noch Lester mitnehmen. Laris. Die beiden Els. Lee können wir auch mal fragen, ob der mit will. Also quasi unsere Freunde, ne? Wir nehmen keinen Fremden mit, wir nehmen nur unsere Kollegen mit. Diego natürlich auch, klar. Hey, du! Von mir erfährt keiner was. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ist doch wahr. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Hat sich das jemals immer... Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Das hätte er auch selbst gesagt. Hey! So, Gordon, wir rekrutieren dich mal eben. Ich werde mich da nicht einstellen. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Was kann ich für dich tun? Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Komm zu mir an Bord, warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Das wundert mich. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht helfen. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Keine Ahnung, sag du es mir. So, dann nehme ich ihn von den Söldnern drei Leute mit. Bennett kommt jetzt auch noch mit, weil der ist cool, der ist nett, der ist auch Innos repariert, ein guter Schmied. Alles Runde. Und ja, restliche Söldner können hier ruhig bleiben. Das liegt doch auf der Hand. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja. Was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onashof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar, bis nachher. Das ist so der beste Schmied, den ich persönlich kenne. Alle anderen laufen zu dritt sehr gut. Alle anderen sind jetzt nicht so cool. In der Stadt, ja. Mit dem habe ich das nie in großer Verbindung. Bennett war ganz nett. Wo wir in die Söldner waren, war er auch so nett zu uns. Oder so, ja. Die lachen das schon. So, wenn ich jetzt als nächstes auch hole, ist mir gerade so gekommen, woran ich klingen kann. In der Nähe ist er ja auch, wir gehen mit Anga. Anga kommt natürlich auch noch mit, ist doch klar. Das war keine große. Das ist wirklich nicht mein Problem. Genau das habe ich. Das kann doch nicht wahr sein. Wo kann man sich drauf verlassen? Und dann kommt so was von auch noch mit. Aber ich bin schon blöd, ich kann mich schon zu Pass teleportieren, so schnell. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch wieder das. Und da ist auch noch ein Kollege.
Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Hey! Das hat er wirklich nicht. Ich wundere mich. Ich werde Korenes verlassen. Würdest du mitkommen? Je weiter ich vom Minental wegkomme, umso besser. Wann geht's los? Ich bin ganz klar. Komm zum Hafen. Ich komme später nach. Bin schon unterwegs. Das hat er doch vorher. Er musste es ja besser wissen. Man darf halt nicht alles glaubst glauben, was man hört. Hättest du Lust, mit einem Schiff hier zu verschwinden? Nein, jetzt nicht mehr. Ich habe schon meine Aufgabe. Ich dann an der Mal. Also Wolf hätte mir auch mitnehmen können, wenn er noch keine Aufgabe gehabt hätte. Gut, Diego ist in der Stadt. Lester ist bei Xaras. Das heißt, da geht was nächstes hin. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antwort nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Gut, dann brauchen wir noch Diego. Laris ist wichtig, dann noch den Kapitän. Und dürfen wir eigentlich die meisten haben, die mir jetzt eingefallen sind. Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Satora, was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Das ja, mit schnell kann einem leid. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten. So habe ich's gern. Wir sehen uns. Er sollte lieber den Mund halten. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. So, dann haben wir Laris. Jetzt holen wir noch Diego ab. Leute gehört. Ich werde Korenes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogen schießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Na, du hast recht. Korenes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick. Ich bin sofort fertig. Jawohl, mehr Schattenrüstung. Sehr gut. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Ich hätte das anders gemacht. Ich habe noch etwas über die Heerführer der Orks zu berichten. Dann lass mal hören. Ich kann dir einige weitere Orkringe geben. Ich bin stolz auf dich. Weiter so. Würde mich wundern. Bring mir ruhig weiter ihre Ringe. Hier. Ich brauche ein Schiff. Das brauchen viele, Soldat. Du hast ja noch nicht einmal einen Kapitän, geschweige denn eine Mannschaft. Was ist mit dem Schiff im Hafen? Das gehört mir. Und das bleibt auch so. Mit diesem Schiff werden wir das Erz abtransportieren. Wenn das erledigt ist, dann kannst du mich ja nochmal fragen. Worauf? Ihr wart? Es wird wohl nicht anders gehen, wir müssen das Schiff hijacken, ansonsten. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Das höre ich zum ersten Mal. Tja, dann holen wir uns das Satoras. Und Adanos. Dass ich mich aufs Schiff packen konnte, da kann Carlo noch mitkommen. Nee. Trauer. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten?
Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Feind schläft nicht, mein Freund. Hör zu, Leute. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn ihr wisst, möge Adam... Gut, jetzt überlege ich noch. Haben wir noch irgendwelche Kollegen? Noch irgendwelche Leute, die ich gerne dabei hätte? Das habe ich schon immer gesagt. Also in den alten Teilen haben wir Angar, wir haben Lee, wir haben Diego, wir haben Lester, wir haben Milton, wir haben Gorn. Ich glaube, also wir haben auf jeden Fall die Hauptcrew, ne? Die Freunde vom Helden. Wir haben die etwas erweiterten Kreis von Freunden, nämlich Lee, Laris und Angar zum Beispiel. Ja, das war's eigentlich. Und also die Kollegen vom Helden, also passt. Vom neuen Lager damals. Wolf hätten wir mitnehmen können, aber der wollte nicht. Wolf hätte ich auch noch mitgenommen, wenn er gewollt hätte. Ja. Warum ich jetzt hier in Rolle? Weil ich glaube, dass Jack auch ein Schiff fahren kann. Der hat ja erzählt, er war früher mal Kapitän und alles. Ich glaube, der kann uns da bestimmt helfen. Deswegen frage ich ihn jetzt. Hättest du nicht Lust, wieder zur See zu fahren? Ich würde meinen rechten Arm hergeben, um nochmal auf dem großen Schoner anheuern zu können. Aber für so einen alten Knäppel wie mich ist das nicht mehr so einfach, mein Jung. Außerdem, wer wird sich um den Leuchtturm kümmern? Ich brauche deine Erfahrung als Seemann. Potzblitz, was hast du vor, mein Jung? Du willst doch nicht etwa die Kriegsgaleere des Königs entern, oder? Wer weiß. Das wäre ja was. Na schön, aber meinen Leuchtturm werde ich nicht so einfach aufgeben. Was machen wir denn da? Was wäre, wenn ich dir jemanden bringe, der in der Zwischenzeit auf deinen Turm achtet? Gar keine so schlechte Idee. Ich wüsste da auch schon jemanden. Harad, der Schmied, hat einen Lehrling, der heißt Brian. Ich habe mich schon oft mit ihm unterhalten. Ich würde ihm gerne meinen Turm anvertrauen. Ich glaube, er wäre genau der Richtige dafür. Sprich mal mit ihm. Vielleicht haben wir Glück und der Junge wird uns helfen. Okay, danke, Brian. Faul, teleportiere mich wieder. Muss schon laufen. Also er will schon laufen, wenn er auch teleportieren kann, ne? Ich würde das Leben auch nur machen, teleportieren, wenn es gehen würde. Ich hörte, du hättest Interesse an Jacks altem Leuchtturm. Jack möchte vielleicht wieder zur See fahren. Aber sein Leuchtturm wäre in der Zeit unbeaufsichtigt. Jack sollte aber klar sein, dass ich aus seinem Leuchtturm eine Schmiede machen werde, wenn er nicht da ist. Ist das ein Problem? Nicht für mich. Harads Schmiede kriege ich sowieso nicht. Das habe ich mir schon aus dem Kopf geschlagen. Abgemacht. Wir sehen uns bei Jack. Ich glaube da nicht dran. Gut, wir haben einen Innos-Magier. Wir haben einen Magier von Alanos, den Saturas. Das ist ja interessant. Ja, Vatras. Warum komme ich auf Saturas? Vatras ist der bessere von beiden. Trotzdem wäre ich der Name. Die Use-Gilde will ich keinen mitnehmen, das jetzt ginge. Boah, ich weiß nicht, wer sonst noch mögliche Crewmitglieder sind. Hab ja keine Liste oder so. Aber ich glaube, die wichtigsten, also ich habe zumindest alle wichtigen auf jeden Fall schon mal an Bord. Ich weiß auch gar nicht, wie viel aufs Schiff passen. Wenn ich noch jemanden entdecke und da haben noch Platz, dann nehme ich den mit, ansonsten habe ich jetzt aber die wichtigsten Leute. Hat er teleportiert oder was? Was sieht er mir gerade noch? Brian wird ab jetzt auf deinen Leuchtturm achten. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Brauchst du mich noch? Sei mein Kapitän. Ich bin zwar schon weit rumgekommen, mein Junge, aber ich bin doch noch nie Kapitän von einem Schiff gewesen. Ich habe von Navigation keine Ahnung. Das wirst du übernehmen müssen. Ich werde mein Bestes geben. Dann zeig mir mal dein Schiff und deine Mannschaft. Weißt du denn schon, wo du hin willst? Ich meine, hast du eine Seekarte? Warte auf mich im Hafen. Und den Rest mach dir keine Sorgen. Wie du meinst. Und?
Was sagst du? Mein lieber Mann, eine ganz schöne Rumpelkammer. Jack wird die Bude nicht wiedererkennen, wenn ich mit ihr fertig bin. Sehr gut. Okay. Muss mal überlegen, fällt mir noch jemand ein? Okay, ich habe jetzt alle Leute gefragt, mit denen ich vertraue. Alle anderen sind jetzt nur so Bekanntschaften, die vertraue ich jetzt so richtig. Den Leuten, die ich jetzt habe, die vertraue ich. Bennett haben wir das Leben gerettet, der ist deswegen nett zu uns. Und alle anderen sind Freunde vom Helden, also ja. Ich will Paladin hier jemanden mitnehmen. Hat ja etwa keinen Namen und die Miliz, die sind Miliz. Den habe ich wieder so nie so richtig angefreundet. So, also müssen wir gucken, wie wir da aufs Schiff kommen. Am besten mit Waffengewalt. Einfach fliehen. Einfach abhauen. Bevor wir aber gehen, sollte ich schon mal überlegen, ob ich vielleicht noch ein bisschen was lernen und machen tue. Weil es hört sich jetzt schon so ab, als wäre ich kurz vor Abreise und ja. So Leute, wie sieht's denn aus? Da sind sie alle. Bennett, Laros, Gorn, Diego. Das ist Jack. Hangar, Bilden, Liste. Atlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich kann das nicht mehr hören. 3, 4, 5, 6. Das hat er doch vorher gewusst. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, passt doch. Einer ist Kapitän, also 9 Hauptcrew. Genauso wie du sagst. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wirklich ist alles. Da muss man auch mal zuhören. Wo hast du das denn schon wieder her? Meine Meinung kennst du ja schon. Die sind an der Quatsch, das finde ich sympathisch. So, hier war noch jemand, den ich mal noch Hallo sagen will. Eine erste Folge hier gesehen. Jetzt kommen wir ein paar Folgen später wieder und töten ihn. In der Ecke waren wir ja nie. Außer Fischsuppe ist ja auch nichts Interessantes. Weil wir haben jetzt auch alles, wir haben Geschicklichkeits- und Stärketrainer. Ich hätte das nicht gedacht. Die Probleme habe ich kommen. Kalinsorg, Stärke. Kann mir jetzt überhaupt einen Stärketrainer? Möglich ist alles. Jamboard. Möglich ist alles. Kommen wir. Moment, wo willst du hin? Ich wollte. Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Misstraust du mir, Ritter? Nein, ich befolge nur meine Befehle. Dann solltest du wissen, wer hier den höheren Rang hat. Ja, Sir. Hiermit befehle ich dir, mir Zugang zum Schiff zu gewähren. Verstanden, Sir. Zugang wird gewährt. So, Jungs. Ich muss mal sagen, wir sind in unser Schiff jetzt. Wir klauen es jetzt einfach. Die Wache hat keine Chance. Das Schiff. Sehr hübsches Schiff. Aber Betten. Ich kenne mich aber Schiffssprache ehrlich gesagt nicht aus. Ich weiß nicht, wie man das hier nennt. So ein Balkon.
Ich zähle mal auf, das Kapitel 5 sind ja alle von den Schiffwachen hier weg und stehen jetzt bei beim Hagen, ne? Das heißt, das ist also sehr cool, warum der Stelle mit dem Schiff klauen können. Das macht alles Sinn. Ganz kleine Bibliothek mit Ruhetisch in euch im Meeting, das heißt aber auch, was wir brauchen. Das hier ist so eine Lagerkammer, da liegt aber einiges an Zeug, sehr gut. Haben wir doch jetzt alles. Wir haben Schiffe, wir haben schon einen Kapitän, mit dem wir schon jetzt reden, damit wir das jetzt auslösen können. Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Schiffsbegehung erfolgreich. Ich muss jetzt reden. Guck mal, da steht einer. Hey, kannst du mir mal verraten, was du hier treibst? Ich brauche das Schiff. Also werde ich es mir nehmen. Das kannst du nicht tun. Der Erztransport. Das Erz im Minental wird nicht reichen, um den König zufriedenzustellen. Ich war dort. Da ist nichts mehr zu holen. Hagens Mission ist eine Farce. Die eigentliche Bedrohung hat ihre Wurzeln auf einer vorgelegenen Insel nicht weit von hier. Ich werde dorthin segeln und sie beenden. Entweder du schließt dich mir an, oder ich muss dich aus dem Weg räumen. Du hast die Wahl. Hört sich an, als hätte ich keine Wahl. Richtig. Nun gut, ich werde mich dir anschließen. Aber nur unter einer Bedingung. Wenn wir die Sache erledigt haben, wirst du mir das Schiff wieder übergeben. Klar? Damit kann ich leben. Dann tu, was du tun musst. Ich werde hier auf dich warten. Warte mal. Wenn wir die Sache... Wenn du meinst. Daran wird sich nie was ändern. Daran wird sich nie etwas ändern. Noch mehr Jahre kann ich nicht. Seine Entscheidung. Einige Probleme erledigen sich von selbst. So, alter Mann, lass uns in See stechen. Alles im Load auf dem Boot. Dann zeig ich woher deine Seekarte. Das wird ja was geben. Hoffentlich kommen wir in einem Stück da an. Hast du denn auch wirklich alles dabei? Wir werden nicht zurücksegeln, nur weil dir noch was fehlt. Wenn du dir sicher bist, dass du alles hast, dann geh in die Kapitänskajüte und leg dich erstmal schlafen. Du wirst das brauchen. Okay, Leute, ja, gute Frage. Haben wir noch alles? Lehre haben wir so ein paar mitgenommen. Stärkelehre habe ich jetzt keinen mehr im Kopf jetzt. Wir haben Tränke mehr als genug fürs Finale, würde ich sagen. Wir haben mehr als genug Alchemie-Zeug. Wir haben Zauberschriftrollen en masse in den Drachen. Wir können höchstens, weil ich hier jetzt halt, also klar, wir haben auch Lehre, aber ich will mal sicher gehen, dass wir alles soweit gelernt haben. Das heißt, ich werde jetzt mal Lernpunkte jetzt noch alles mögliche verballern. Also noch einen letzten extra Spielstand. Ich habe es selbst erlebt. So, und zwar, Einhänder kann mir keiner mehr beibringen. Ich glaube, vielleicht eventuell kann das jetzt gleich, weil die wieder besser lernen können, die anderen Jungs, die wir da jetzt haben. Bogentrainer, okay, haben wir glaube ich keinen dabei. Armbrust, ist mir jetzt egal. Ich würde jetzt noch versuchen, noch ein bisschen in Geschick und Stärke zu investieren, soweit wie es halt geht einfach. Lord Cassia und der eine Paladin und dann. Ehrlich, ich hab's
selbst erlebt. Also daran Talente können wir jetzt eh nicht bloß blenden. Okay, wir klauen uns einfach mal Hagen. Ich verstehe schon, was er vorhat. Sonst kann sonst eh keiner mehr was beibringen. Also der Artillerboot klutscht jetzt noch irgendwo rein. Ist doch erledigt. Ich habe das Hauptquartier der Orks ausfindig machen können. Der oberste Kriegsherr ist gefallen. Das sind großartige Neuigkeiten. Das wird die Orks für eine Weile beschäftigen. Alle Achtung! Wenn wir noch mehr Ritter deiner Art hätten, wäre die bevorstehende Schlacht ein Zuckerschlecken. Hier, lass dir von unserem Gold deine Ausrüstung richten. Ich. So. Nur noch 5 Lernpunkte und Stärke 155. So passt es doch. Für welchen Weg? Den Weg. Ich werde. So, haben wir Böses austreiben gelernt. Pass. Für den Weg. Ich will. Hintergrund 9, okay, ja, ist jetzt egal. Gut. Wenn der Punkt auf 0 gebracht, genau das wollte ich. Ja, Geschick hätte auch was buttern können, ich weiß. Aber wir sind bei Schwert schon ganz gut, wir sind bei Stärke ganz gut. Guck schon mal, ob ich noch irgendwas. Geld haben wir auch genug dabei. Wenn da eh keinen Händler finden, ziemlich safe, aber. So, aus Prinzip. Wenn wir die Schiffrollen, die wir lernen können, ne, auch nicht. Gut, passt. Dann verkaufen wir jetzt noch die Fälle am Bossberber, aus Prinzip, dass die alle weg sind. Und dann speichern wir mal noch auf extra Spielstand, den ich habe. Die ich dann abreise. Das heißt, ich habe dann auf jeden Fall. Wenn alles schief läuft, immer noch einen Spielstand. Bevor wir losgesegelt sind. Ja. Ich hab Wolfs Fell von. Ah, gute Arbeit. Ich hätte das anders gemacht. So. Davon lasse ich lieber die Finger. Ein gesegnetes Schwert, wir haben eine Rüstung, wir haben Leute, die wir vertrauen. Als was der Drache gesagt hat, wir sind eigentlich bereit zu gehen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Das heißt, ich werde jetzt nochmal speichern. Und zwar hier unten und oben über Fraktionswahl. Den Speicher jetzt abreise. Jetzt haben wir einen Spielstand, bevor wir abgereist sind. Für irgendwelche Specials, die uns dann dem Spieler noch einfallen sollten. Die quasi sind, bevor wir großes Dorf spielen. Ich glaube nicht, dass wir nach Kunis zurückkehren werden. Wir werden jetzt wahrscheinlich das 6. Kapitel anfangen. Das ist eine reine Vermutung. Was komplett auf Idorat spielen wird, und dann ist das Spiel vorbei. Und wir werden eh nicht nach Kunis, dann haben wir das Spiel eh durch. Das heißt, ja. Das ist dann egal, aber dann haben wir wenigstens noch einen Spielstand, bevor wir Kapitel 6 beginnen. Also alles easy. Gut, bin schon in die Arbeit gegangen, ja, ein Chillen hier. Passt. Komm, patrouilliert über das Boot. Überlegen muss, das verstanden. Jetzt speichern wir nochmal mit Spielstand 1 ganz normal. Nehmen wir uns schlafen und dann war's das. Ah ja. Okay.
Kapitel 6, die halten jedoch. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, meine Vermutung ist anscheinend. Wir können nur abwarten. Das sind doch alles nur Gerüchte. Hey! Ich wäre mir denn nicht so sicher. Kommst du zurecht? Die Schmiede auf dem Schiff ist schon ein bisschen eingerostet. Kommt vom Meersalz. Wird etwas schwieriger sein, hier etwas Gescheites hinzukriegen. Aber sonst... Daran wird sich nie was ändern. Ich will... Ein starker... Ah, okay. Das ist doch nichts Neues. Ich hab da meine eigene. Welche Waffen kannst du mir verkaufen? Nur die besten. Das weißt du doch. Die Schmiede. Ich habe hier ein Drachenei. Und? Nun, ich dachte... Ich weiß, was du denkst. Vergiss es, behalte das Ding. Ich will es nicht. Tja. Meine Mannschaft, da haben wir jetzt eine Auflistung. Über Navisens kann man aber das Schiff übernehmen. Bei ihm kann man Fähigkeit mit 1 und 2 laufen verbessern. Bei Milton könnte man Mana steigern. Check mein Kapitän, bitte ich auf dem Schiff warten, bis ich zurück bin. Er wirkt ein bisschen ängstlich und schlägt sich das wieder. Ich brauche Heroin. Hier wird in meiner Abwesenheit, das kann man auf dem Schiff übernehmen. Okay, bei Milton könnte man Mana steigern. Ich habe den Eindruck, dass ich lässt das Zustand hier auf der Insel noch verstärkt hat. Weil das hat mich in der Magier-Kajut zurückgezogen. Bei ihm kann ich mich heilen lassen und eine Menge über das Reingebrauch lernen. Wenn der bringt mir Schmieden bei, wenn ich es will. Diego will mir helfen, wenn ich nicht mehr weiß und hat. Der weiter weiß, ist noch Munition für mich. Wenn keine Schlüssel, Gedanken, Bogen oder Armbrust schießen lernen. Gott, unsere Reise kann ein bisschen geschlafen, wird auf das Schiff Acht geben. Bei Gott kann ich meine Fähigkeit mit dem Verhandlung verbessern. Es ist versprochen, mir das Schleichen in den Angriff beizubringen. Außerdem kann er seine Geschichte verbessern. Angriff wirkt sehr beunruhigt. Die Junge hält sich sehr zurück. Warte mal. Alles im Lot? Bis jetzt noch. Denk daran, ich will was zu tun kriegen. Ich brauche Schaden. Das sind wir zwei anrufen, okay. Hey, du. Welchen Rat kannst du mir geben? Halte dich von den Suchenden fern. Denke daran, dass dir ihr schwarzer Blick hier, fernab vom Kloster, sehr stark schaden kann. Sollte dir trotzdem etwas geschehen, komm zu mir. Lehre mich. Ich werde tun. Kannst du... Was brauchst du? Okay, sehr gut. Kann mich auch im Notfall heilen, das ist alles sehr Neues. Hey, du! Ist doch. Da sind wir. Diese Insel ist doch nicht so weit von Korinis entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Mit diesem Vorposten? Es ist ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich, vielleicht kann ich. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Das hätte nicht vorher sein können. Wie sieht's aus? Ich werde. Ja. Recht gespenstisch, die Grotte hier. Wer erzählt denn sowas? Erzähl mir, ich kenne sowas. Das ist höchst im ersten Mal. Glaubst du wirklich? Erzählen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich kann es nicht glauben. Wie in alten Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Was? Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Daran wird sich nie was ändern. Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Das höre ich zum ersten Mal.
Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin nur ein bisschen nervös. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Nein, nicht wirklich. Ich habe davon gehört, dass einst ein cleverer Alchemist daraus einen mächtigen Trank brauen konnte. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach dem Rezept. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir werden wahrscheinlich irgendwas mit Drachen anfangen können, wenn wir schon jeden so komisch erfahren können. Schade. Ich werde... Meine Meinung will ja keiner hören. Was? Was? Solange... Dann soll er wirklich nicht verdienen. Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nichts. Ich habe so einiges gehört. So steht es in den Heiligen Schriften. Okay. Der arme Kerl kann eine Leitung. Angar fehlt. Genau, der chillt. Ah, da. Ist noch alle da, okay. Ich hoffe, du weißt, was... Es wird nicht mehr lange dauern. Behalt den Kopf auf den Schultern und komm wieder in einem Stück zurück. Hey. Welche Aufgabe willst du übernehmen? Jemand muss auf das Schiff achten. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass es bei deiner Rückkehr auch noch da ist. Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind unerträglich geworden, seit wir hier auf der Insel sind. Verdammt nochmal! Alles gut überstanden? Ich denke schon. Brauchst du... Trainieren. Bleibt mir wohl. Okay, da kann man auch Rampus beibringen, das ist sehr gut zu wissen. Gut, ja, ich würde sagen, beenden wir erstmal die Folge und gucken wir mal, wie es dann hier weitergeht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.